Schau's wieder bei Bravely Second. Beim letzten Mal haben wir Tiss wiederbekommen. Man sieht ihn da unten auch schon. Und ja, wollen wir uns nun hier durchprügeln, um nach oben zu Agnes zu kommen. Aber zuvor kann ich kurz noch was zeigen. Hier ist jetzt alles fertig. Und alles auf 10 gebracht. Ja, haben wir da so ein bisschen Stuff dazu bekommen und wahrscheinlich auch dieses Gespräch. Von Luna wiedergeboren. Und Magnolia, wie sieht das aus? Ja, ich glaube, das sollte so in Ordnung gehen. Sicher? Lass uns noch mal auf die Karte schauen. Mal sehen, ja. Ganz ohne Zweifel. Fort Luna ist... Ja, heute ist Fort Luna. Oh. Heute ist Fort Luna wiedergeboren. Herzlichen Glückwunsch, Magnolia. Na, Magnolia. Hier seid... Das ist schon in Ordnung. Heute ist ein Tag voller Emotionen. Hier bitte Taschentücher für euch beide. Zweilagig, flauschig, weich. Oh, danke, Juhu, danke. Danke, vielen Dank, Leute. Ja, es war uns ein Vergnügen. Ich denke dran, das waren nicht wir. Alle unsere neuen Freunde haben auch geholfen. Du hast recht. Ich danke euch allen, aus tiefstem Herzen. Ja. Weißt du, irgendwie noch was Neues, was wir jetzt bei ihm kaufen können? Ich kann auf jeden Fall Übertränke und Turbo-Ether kaufen, aber ich habe kein Geld dafür. Ah ja, diesen Enopo-Pilz. Was ist das eigentlich? Zieht überlebt K.O.-Zustand. Also quasi so einmal wieder geboren werden. Okay. Dann wieder durch den Lüftungsschacht durch. Wir wollen ja wieder hoch. Und kann ich irgendwie noch in ihrem Zimmer noch irgendwie was untersuchen? Können wir eventuell schlafen? Eigentlich wollte ich auf Nein drücken, aber irgendwie habe ich nicht richtig nach unten gedrückt. Okay. Aber gut zu wissen, dass wir uns hier halten können. Kann ich irgendwie noch ein paar Waffen klauen? Nee. Schade. Dann raus hier. Und immer schön abschließen. Mr. Aurier, Sir, let me say once more. It is an honor to fight by your side. The pleasure's mine. And you don't have to be so formal about it. Oh, but I do, sir. Yes, I must. If you'd be willing to have me as your protege, it would be my honor to call you master. Master's a bit much, don't you think? But, sir, you are an inspiration to me and my comrades in the Crystal Guard. A true legend. I appreciate the sentiment, but how about just Tiz? Of course. Whatever you say, Mr. Aurier, sir. Oops. You really do admire Tiz, don't you? Tell me about it. Yu's ready to drop to his knees just hearing your name. Gee whiz. This is gonna take some getting used to. Uh-oh. Imperials! Murgurgur. What a pain. We could take them out, but the noise is liable to wake up their friends. That wouldn't be good. Maybe they'll just go somewhere else. As if. Nice to hear that patented Tiz optimism again, though. Sir, did I just hear some optimism, sir? And who are Pat and Ted, sir? I have a bad feeling about this. These aren't the intruders you're looking for. These aren't the intruders you're looking for. Idiot! These aren't the intruders we're looking for! Move along now, move along. Whew, that was a close one. Amazing, sir! You chased the enemy away with your thoughts alone! Don't be silly. It was just a stroke of luck. A stroke of luck that gave us an opening. Let's move. Wunderschön. Tiss Kräfte? Ist es Glück oder kann Tiss Feinde mit Geisteskraft verjagen? Stelle die Anzahl der Begegnungen mit der R-Taste ein. 0% ist Standard, während -100%, dass du kein Feind begegnest, außer Bossen. Dadurch erhältst du aber auch keine Beute und Farbe. Überleg es dir gut. Danke. Danke. Besiegt deine Feinde in einem Zug, um eine Chance zu halten, eine weitere Welle anzugreifen. Oh. Halte die Strähne so lange wie möglich aufrecht, um größere und bessere Belohnungen zu halten. Das ist cool. L-Taste oder ein unteren Bildschirm berühren, um weiterzugreifen. Sei gewarnt. BP, die du ausgibst, sind weg.
Okay, das war anscheinend eine Kraft von Tis, dass er Monster einstellen konnte. Und wo ist das jetzt? Moment, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo ist das denn? Früher war es ja hier unter Config und Schwierigkeitsgrad. Oh, hier nicht. Nein, nein, hier auch nicht. Moment. Gib mir mal Tutorial. Hilfe. Was ist mit dem Weiterkämpfen? Monsterbegegnungen. Einfach auf R? Ah! Oh, das ist gut, dass man es so leicht jetzt erreichen kann. Anzahl Monsterbegegnungen? Was? Was habe ich jetzt gemacht? Achso, dass ich einmal kurz auf R gedrückt habe und mir das angeguckt habe. So, Titelträger. Taktik Freunde und berühre deinen Titel auf ein Aktualisierungsdatum und Wünsche. Autotitel. Okay. Hier ist ein Geheimgang im 46. Stock. Und einmal die Siegessträhne nutzen. So, und was war das jetzt? Irgendwas mit Titel? Abilink? Ich will mir die Sachen manchmal durchlesen, die ich da versuche einzustellen, ne? So, geh auf Taktik, Freunde und berühre den Titel über dem Aktualisierungsdatum. Okay. Taktik, Freunde. Achso, der Aufbaumeister. Nicht, dass ich groß da was hätte, was ich mal... Da gibt es eine Menge Titel. Holy. Okay. Das Abenteuer beginnt. Okay. Das ist eine Menge. Ich will aber Aufbaumeister bleiben. So, hat das jetzt gereicht? Und Abilink. Okay. Ich habe eine goldene Sanduhr dafür. Taktik, Abilink. Achso, ich habe gar keine Freunde. Das ist irgendwie traurig. Na gut, dann kann ich das wohl erstmal nicht machen, bis ich mir irgendwie einen Freund hinzufüge. Okay, haben wieder genug Zeit verplappert. Ich sehe auch gerade im 46. Stock ist der Geheimgang. Das heißt, ich muss irgendwo einen Stockwerk runter. Aber hey, man muss ja mal gucken, was da so alles Neues drin ist. So, oh ja, das ist ja nicht Neues, aber ja. So, die imperiale Axt ist neu. So, du greifst den Schild an. Du machst deine Geistermagie. Oh, genau so einfach. Und du greifst auch nochmal den Schild an. Okay, physische Sachen machen kaum Schaden. Aber die machen ja irgendwie, glaube ich, auch kaum Schaden. So und so. Wieso macht Yu so viel Angriff, aber die anderen nicht? Naja, nicht so viel. Immer noch nicht? 12 KP hast du noch, na gut. So. Kann ich jetzt irgendwie auf Weiter drücken? Oder das aktiviert sich nicht immer mit dem... Mit der Siegessträhne. Echt nicht?
Ah, einen Sieg in einem Zug. Dann kommt das erst. Man sollte auch richtig lesen können. Dann findet man solche Sachen auch schnell heraus. Na gut, dann probieren wir es doch einfach mal aus. So. Du sparst sie dir. Du machst Blitze. Aber es wird jetzt zweimal Blitze. Genau so. Und du sparst auch. So. Mal gucken, ob das wirklich dann. So. Und jetzt. Nächster Sieg. Mal 1,5. Okay. Hier kommt ein Herausforderer. Ach, aber meine BP Plus Sachen, die behalte ich nicht. Nur, dass ich BP abgezogen bekommen habe, bleibt. Okay. Interessant zu wissen. So. Oh, sie kann Special machen. Was haben wir denn da? Horizont. Betrate Plus. Oh ja. Moment. Habe ich die nicht zweimal gemacht? So. Sollte reichen. So, zwei Blitze von ihr. Okay. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so doof. Vor allem, wenn man später vielleicht so ein kleines bisschen farmen möchte. Und man es schafft, alle Gegner in einer Runde zu besiegen. Könnte man damit echt gut, ja, Punkte machen. Verschlossen. Ach, guck mal, die verschlossenen Truhen gibt es auch wieder. Okay. Schauen wir weiter. Der Feind fühlt sich mutig. Dann mach du da mal. Machen teilweise echt guten Schaden, muss ich sagen. So. So, und ich glaube, das können wir jetzt so als Autoaktion machen. Au. Eigentlich reicht nur Magnolia zweimal anzugreifen. Das, damit sterben eh direkt alle. Einmal heilen. Der Rest habt noch. Wie viele Truhen sind hier eigentlich? 4 Stück noch. Liegt hier was auf dem Boden? Achso, nee, das ist Teppichmuster. Hab ich so nicht direkt gesehen. Nee. Nochmal. So. Genau. Das nochmal ausführen. So. Einer weg. Und die beiden sind damit auch weg. Oh, es war sogar Rundwanne. Na komm, holen wir doch eine raus. Wobei, nee. Ich habe jetzt erst auf meine BP geguckt. Könnte wehtun. Dass er dir einfach mal keinen Schaden nimmt. Ach ja. Irgendwie muss ich ihn mal anspeichern oder so. So, zack. Zack. Moment. Ah, das kann ich leider nicht auf alle machen direkt nochmal. So. Das hat ja viel Schaden gemacht. Irgendwie macht das gar keiner mehr Schaden. Du bist ja diesen großen Typen da. Das ist verteidigt. So. Aber gut, haben wir noch mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen dadurch. Mit Tiss hat halbe gelernt. Nice. Ich muss damit noch ein bisschen zurechtkommen.
So. Kann ich von hier aus? Ja, hier war der Treppe runter. Irgendwas in der Richtung hatte ich im Kopf. So, und jetzt hier können wir jetzt irgendwo einen Geheimgang finden. Die Frage ist nur, wo? Erkunden wir erstmal die Ebene ganz normal und dann kann ich ja mich mal ohne Monster mal umschauen mit den Geheimgängen. So. Einfach draufhauen. Oh, ich sehe grad, die haben gar keine Blutschwäche, die anderen. Was ist aber überhaupt? Ach, den imperialen Stäbe haben wir noch gar nicht gescannt. So, ja gut. Stille für everyone. Unbewaffnet. Achso, wahrscheinlich durch Stäbe, dann haben wir es noch. Magnolia, level up. Und einen Äther bekommen. Nicht schlecht. So, die Sache ist jetzt. Ja, die sind gesilenced. Ah, gut, dass ich ein paar Echokräuter habe. Die einzige, die das braucht, ist Magnolia. Der Rest zaubert eh nicht. Guck mal, ein Teleportstein. Kann man hier eventuell irgendwo durch die Wand? Ja! Ein Magierkiller. Vielleicht kann den irgendjemand bekommen? Na, Moment, du vielleicht? Ist auch schwächer. Und schwächer als die Mondklebe wahrscheinlich auch. Ja, gut. War okay. Ich habe es zumindest gefunden und kann sagen, ich habe jetzt hier alle Truhen und so. Immerhin. So. Du greifst den Stab an. Du greifst den Stab an. Du machst die Blitze mit Wurfpfeil auf dem Schild und du greifst den Stab an. Mir wurde auch gesagt, die Attacken sind dadurch nämlich ein gutes Stückchen auch stärker. Nee, wir lassen es jetzt aber einfach dabei, wenn man die mit Dingens macht. Mit den Wurfpfeilen auch und so. Dementsprechend lohnt sich umso mehr, das auch mal so zu machen. So, Fäustlinge. Brauche ich die? Habe ich? Die habe ich, glaube ich. Ah, Moment. Du hast die noch nicht. Mal kurz mal gucken, wie viel Verteidigung hatte der denn? 59! Kein Wunder, dass sie ja keinen Schaden nimmt. So, da geht's mal. Moment, nee. Das ist jetzt zu einem Item? Soll noch mal kurz gucken. Meine Gruppe fühlt sich mutig. Na dann. Ne, Moment. Muss ich kurz mal gucken. Ich habe jetzt 58. Kriege ich jetzt 10 dafür abgezogen, wenn ich das so mache? Ja. Also 5 für das erste und 5 auch für den zweiten Angriff dann. Okidoki. Man muss ja mal wieder Sachen ausprobieren. So. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da unten. Hier jetzt noch weiter hoch. Das ist der richtige Weg. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Ich mache mal kurz die Monster aus, um zu gucken, ob ich auf dem richtigen Weg überhaupt bin. Können wir die gleiche Aktion wie eben nochmal machen? Wobei, ich weiß nicht, ob sie den gleichen dann angreifen würde. So. Wobei, machen wir einfach nur Blitze zweimal. Ja, vergiss ich einfach mal auf das Spray zu gehen. So. Na, das reicht für den nicht aus. Das reicht für den auch nicht aus, aber das reicht aus. Und das reicht für den aus. Perfekt. Da leider einmal blitzt leider nicht aus. Sieht einfach ein Leveln aus. Boah. Gut dabei. So. Oh,
Das ist so praktisch, dass man einfach so mal eben schnell auf einen Knopfdruck machen kann. Ich glaube, das ist der richtige Weg hier. Okay, dann laufen wir nochmal zurück. Aber interessant, dass es quasi gerade Tis Fähigkeit ist, Gegner einfach mal so wegzuhalten. Na gut, wenn ich mir denke, in Breath of the Fall hat man es von Anfang an gehabt, ne? Und da konnte man es einfach jederzeit einsetzen. So, ich erkunde jetzt eben mal die Ebenen hier fertig. Wenn wir hier dauerhaft von uns an... Oh, Moment. Machen wir einfach nur ein paar weniger. So, nicht ganz aus, aber... Aber wie gesagt, das habe ich glaube ich schon in Default gesagt. Das ist so eine der... Ups, falscher Weg. So eine der besten Funktionen, die man im Spiel mit Random Encounter machen kann. Wenn man sich selbst so ein bisschen aussuchen kann, wie viel Monster man haben möchte. Theoretisch geht es da rein. Aber da gerade die Sonne auf meinem Monitor scheint, sehe ich das nicht. Ist da eine Tür? Da ist eine Tür. Okay. Deswegen kam ich da nicht durch. Denkt euch auch wahrscheinlich, warum brennt die Tür? Was macht denn da? Und ich so, Sonne, stopp. Ist halt ein bisschen doof, wenn die Sonne einem genau auf den Monitor scheint. Und dann auch noch in so einem dunklen Dungeon. Na? Reicht das? Leider nicht. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall gleich mal heilen. Dann nicht auf Magnolia. Ich vielleicht wenigstens ein Echokraut daraus wieder zurück. Muss ich irgendwie noch groß kämpfen? Nö, nee, alle haben Level Up bekommen. Na gut, da stelle ich jetzt auch die Monster erstmal aus. Sind wir alle mit dem Level Up zufrieden? Dann gehe ich mich einfach gleich bei Idea nochmal heilen, weil ich eh wieder Stockwerk hochgehe. Ein Fasshelm. Brauche ich den eventuell? Tschüss. Nein. So, dann wieder hoch, um dort nach... Ich glaube, der Teil da, wo die Tür zu ist, war wahrscheinlich einfach nur der Aufzug, um von ganz unten hier hochzukommen. Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass die Tür zu ist. Ich habe ja eh alle Truhen gefunden. Da oben ist eine Truhe und da komme ich von... Weiter oben hin, okay. Da rechts war die abgeschlossene Truhe. Und hier liegt noch was. Und drei Truhen liegen hier irgendwo noch. Oder irgendwo liegt ein Item noch auf dem Boden, was ich übersehe. Moment, da unten sehe ich es doch auf der Karte. Man möge mir verzeihen, wenn ich manche Sachen auf der Karte nicht direkt sehe, aber ich sehe die Karte einfach mal halt nicht. Ein Rundschild. Haben wir nicht alle Rundschilder sogar? Ja. Okay. Nevermind. So, dann gehen wir jetzt nochmal zur Idee und suchen jetzt noch nach der Truhe. Ich überlege gerade, ob es sich irgendwie groß von... Ich laufe eigentlich an allem vorbei, ne? Ob es sich groß von damals unterscheidet. Eigentlich gar nicht mal so, ne? Also gut, man kann ja wohl schlecht ein Schloss mal eben umbauen in 2 Jahren, aber... Müsste, glaube ich, alles noch genau wie damals aufgebaut sein. Zumindest die Eishöhle war neu. Ich schau gerade vom Weg her. Nee, man muss wirklich hier runtergehen, um dann wieder nach oben zu kommen. War das wohl echt auch so? Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, aber... Wie gesagt, die werden ja wohl kaum... Da war so eine neue Treppe in 2 Jahren. Lässt sich heutzutage einrichten. Ob sich auch zu deren Zeiten einrichten lässt, ist eine andere Frage, aber ich würde sagen, heutzutage kann man mal eben eine neue Treppe irgendwo hinbauen. So. Gehen wir am besten gleich noch bis zum Abenteurer, der da wahrscheinlich da irgendwo unten steht. Schnappen uns noch alle Items. Ich denke mal, das Ausrufezeichen ist wahrscheinlich beim Fahrstuhl in der Mitte.
Dass wir von dort aus irgendwie nach oben weiterkommen. Zumindest sieht es aus, als wäre es irgendwo in der Mitte. Das ist auf jeden Fall auch den Abenteurer und zumindest einen weiteren Weg. So. Eine Lamellenrüstung. Nicht, dass ich die auch schon alle hätte. Wieso kaufe ich überhaupt ein, wenn man eh die tausend Sachen danach im Dungeon noch bekommt? Aber das denkt man sich jedes Mal. Immer schön vorsorgen. Dann kriegt man im Dungeon eh alles. Noch ein Äther. Sehr schön. Und da oben sehe ich schon das letzte Item rumblinken. Das heißt, damit haben wir auch auf dieser Ebene alle Truhen. So, stellen wir uns eben noch oben bis zu dem Ausrufezeichen einmal hin. Und dann können wir im nächsten Part mal gucken, wer oder was uns da erwartet. Ich würde sagen, gleich einfach hier stehen. Das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen. Au. Das tat weh. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.